Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 169 Gespenstisches Vierter Teil. Als Remus im vierten Stock mit einem Buch unterm Arm sein Zimmer verließ und nebenan bei Hermine klopfte, öffnete niemand, doch er hatte vorhergesehen, dass sie bestimmt mit Severus arbeiten würde. Es war sowieso seine Aufgabe, um die er sich allein kümmern sollte, dachte er. Das Buch verstaute er in seinem dicken Winterumhang, bevor er den Weg zu den Gewächshäusern antrat. Er war früh dran und hoffte, sich vor seiner Verabredung mit Pomona vielleicht noch ein wenig mit Neville unterhalten zu können. Der Schnee lag mindestens 10 cm hoch. Vereinzelt fielen einige dünne Flocken zu Boden und kündigten zaghaft den nächsten Schneeschauer an. In Gewächshaus Nummer 4 war Licht zu sehen. Jetzt schon, am frühen Nachmittag, war es bereits sehr duster geworden. Die Gegend wirkte freudlos, aber das Innere des Gewächshauses entschädigte für die trübe Winterstimmung, denn hier blühte das Leben. Remus nahm einen tiefen Zug. Blumenduft und Erde waren die dominierenden Gerüche, die man hier wahrnehmen konnte. Oh, hallo Remus, grüßte Neville freundlich. Hallo. Sich die vielen Blumen betrachtend, zauberte sich ein breites Lächeln auf Remus' Gesicht, während er sich Neville näherte. Pomona. Ja, ich weiß, ich bin eine halbe Stunde zu früh, unterbrach Remus. Wortlos nickte Neville, bevor er zurückhaltend fragte. Sag mal, willst du mit ihr über diesen gespenstischen Steinregen sprechen? Ja, da liegst du richtig. Darf ich fragen, warum? Nevilles Neugierde störte Remus nicht. Hermine hat mich darum gebeten, alles Mögliche darüber in Erfahrung zu bringen. Ich möchte versuchen, ein paar von den Fruchtkapseln aufzutreiben, nachdem zwei Händler uns schon eine Absage erteilt haben. Es gab da einen Händler in Frankreich. Neville verzog das Gesicht. Der hat zwar Wucherpreise und ist ein Armleuchter, aber er bekommt so gut wie alles. Ja, mit dem hatte Fleur schon das Vergnügen. Wirklich? Ich würde keine Frau zu dem schicken, wenn du verstehst, was ich meine. Summend stimmte Remus zu und betrachtete dabei Neville bei der Arbeit, die diesmal nichts mit Erde oder Dünger zu tun hatte. Der junge Kräuterkundelehrling saß an einem Tisch und betrachtete sich etwas durch ein Mikroskop. Links neben ihm lag ein aufgeschlagenes, altaussehendes Buch und auf der rechten Seite ein Blatt Pergament, auf dem er sich Notizen machte. Remus fragte erst gar nicht, mit was sich Neville beschäftigte, denn er befürchtete, dass er wenig davon verstehen würde, doch Neville erzählte von sich aus und benutzte einfachste Worte. Ich habe eine neue Orchideenart gezüchtet und notiere mir die Auffälligkeiten der Samen. Oh, wirklich? Was für welche hast du gezüchtet? Neville blickte auf und zeigte zu einer Ecke, in welcher hochwachsende Orchideen mit auffällig dicken Sprossenteilen wuchsen. Diese produzierten viel mehr und viel größere Pseudobulben. Dies wären die Verdickungen am unteren Ende. Diese Pflanze nutzte sie als Wasserspeicher und auch als Nährstoffdepot. Die Flüssigkeit in den Sprossteilen beinhaltete aber auch Stoffe, die die Blume abgibt, um die Nährstoffe zu verarbeiten. Und genau diese pflanzeneigenen Stoffe werden in Zaubertränken verwendet. Man bekomme sie nicht anders, kann sie zum Beispiel auch nicht aus der Pflanze herauspressen, weil die Orchidee sie selbst herstellen müsse. Und je größer diese Sprossteile, desto mehr Stoffe gibt die Pflanze ab. Neville lächelte. Ja, richtig. Man muss weniger aufpassen und bekommt die Zutaten konzentrierter.
Nach ein wenig Smalltalk betrat die pummelige Kräuterkundelehrerin das Gewächshaus Nummer 4. Hallo Remus, Sie sind wie immer pünktlich, grüßte sie gut gelaunt. Und ich kann Sie wirklich nicht davon abbringen? Das Gespräch verfolgte Neville mit Interesse, denn es machte ihn neugierig, wovon sich Remus nicht abbringen lassen wollte. Ich muss es tun, ich hab's versprochen. Ein Nicken ihrerseits zeigte ihre Zustimmung, bevor sie das Wort an Neville richtete. Lust auf ein kleines Abenteuer? Zum Glück unterbrach Remus seine noch nicht zurechtgelegte Antwort, denn er zog das Buch aus seinem Umhang und reichte es Pomona. Es war sehr hilfreich, vielen Dank nochmals. Sagen Sie, warum kenne ich den Namen der Autorin? Pomona grinste, wodurch ihre roten Wangen noch pausbäckiger wirkten. Phyllida Spore? Sie haben in Ihrer Schulzeit mit Sicherheit ein Buch von dieser Botanikerin in den Händen gehalten. Ein Lehrbuch für Kräuterkunde? Falsch! Severus kennt es bestimmt auswendig. 1000 magische Kräuter und Pilze. Ein Lehrbuch für Zaubertränke ab der ersten Klasse. Pomona nahm sich ihren Flickenhut vom Kopf und legte die zerzausten Haare frei, die sie mit einem Zauberspruch in Ordnung brachte, bevor sie den Hut wieder aufsetzte. Remus erinnerte sich. Ja, daher kenne ich den Namen. Dass gerade Phyllida Spore ein schwarzmagisches Buch verfasste, hätte ich nie gedacht. Warum nicht? Es verdirbt ja nicht und ist nicht gefährlich. Es klärt nur auf. Die gute Phyllida war schon immer dafür, Wissen mit anderen zu teilen, aber das Ministerium sah das anders. Bevor ich aber abschweife, sollten wir losgehen, wenn Sie heute noch die Fruchtkapseln des gespenstigen Steinregens sammeln möchten. Die ganze Zeit hatte Neville still zugehört, aber erst jetzt wusste er, was die Einladung zum Abenteuer beinhaltete. Als Angst würde er sein Gefühl nicht bezeichnen, aber ganz wohl war ihm bei der Sache trotzdem nicht. Sie suchen nach dem gespenstischen Steinregen. Warum? Die Augen des Schülers waren ganz groß geworden. Sie müssen ja nicht mitkommen, Neville. Ich dachte nur, es würde Sie interessieren. So eine Pflanze sieht man nicht alle Tage. Ich weiß wirklich nicht. Ach, winkte die rundliche Frau ab. Ziehen Sie sich schon an und kommen Sie mit. Sonst werden Sie es in 10 Jahren bereuen, diese Gelegenheit nicht beim Schopfe gepackt zu haben. Pomona hatte einen Behälter aus dickem Glas auf den Tisch gestellt, den Remus sich genau betrachtete. Auffällig war an diesem, an ein Einwegglas erinnernden Gefäß, dass ein Gitter aus Draht eingearbeitet war, fast wie ein Zaun im Glas. Sie schien den fragenden Gesichtsausdruck bemerkt zu haben, denn Pomona erklärte: Da kommen die Kapseln später rein, und falls das Glas aus welchen Gründen auch immer brechen sollte, dann können die Fruchtkapseln nicht davonrollen und sich irgendwo einnisten. Einnisten? Sie befallen steilen Grund und gedeihen auf eine Weise. Für Gebäude wäre es nur gefährlich, sollte es dort stockdunkel sein, denn sie mögen kein Licht. Sie drehte sich um und schaute zu Neville, der sich nicht gerade begeistert seinen Schal um den Hals schwang. Fertig, Neville? Er atmete einmal tief durch und nickte verunsichert. Na dann, auf geht's! Auf dem Weg zu den Toren von Hogwarts unterhielten sich die drei, wobei es Pomona war, die es offensichtlich genoss, auch mal mit jemand anderem als Neville über Kräuter und Pflanzen reden zu können. Sie stellen mit den Kapseln doch nichts Dummes an, oder, Remus? Nein, im Gegenteil. Wir versuchen, etwas Dummes wieder rückgängig zu machen. Ihre Neugier konnte sie nicht zurückhalten. Was für eine Dummheit! Es wird doch wohl niemanden, den ich kenne, einen Trank mit diesen Kapseln gebraut haben? Remus Schweigen und der betretene Gesichtsausdruck war Pomona Antwort genug, sodass sie seufzen musste. Unerwartet und ernst, als würde sie vor einer unsichtbaren Zuhörerschaft eine Rede halten, sagte sie: Es gibt Tränke, die eine Menge Unheil anrichten können, den schlimmen Auswirkungen,
kann man häufig in einem Trank entgegenwirken, die die gleichen oder ähnlichen Zutaten enthalten wie der ursprüngliche Trank. Doch das ist knifflig, besonders wenn es sich um bösartige Pflanzen handelt. Manche Zutaten muss man daher mit Pflanzen ersetzen, die genau das Gegenteil von dem ersten Trank verwendeten Zutat bewirkt. Gibt es eine Pflanze, die das Gegenstück zum gespenstischen Steinregen darstellt? Weil sie mit dieser Frage gerechnet zu haben schien, antwortete sie schnell: Keine, von der ich weiß. Durch Remus' Seufzer dazu überredet, fügte sie jedoch hinzu: Was nicht heißt, dass es keine geben könnte, ich kenne nur keine. Der eingeschlagene Weg kam Remus mittlerweile bekannt vor, so wie die Höhle, die er sehen konnte. Es war die gleiche Höhle, in der die Muggel Granaten gelagert hatten, nur dass er sich ihr diesmal von der anderen Seite des Flusses näherte. Von hier aus konnte man die Höhle gut sehen und besser betreten. Seine Bedenken behielt er jedoch für sich. Ich weiß nicht, ob wir gerade in dieser Höhle suchen sollten. Pomona winkte ab. Sie wurde freigegeben, ich habe mich erkundigt. Sowieso erstaunlich, dass der Eingang überhaupt gefunden wurde, wo ich doch den großen Busch davor gezaubert habe. Das waren sie? Fragte Remus verdutzt, denn er hatte zusammen mit Hermine den Busch entfernt, nachdem der Sohn der Sabberhexe ihnen den Eingang gezeigt hatte. Pomona nickte lediglich und ging als Erste hinein, aber nicht, bevor sie mit einem Lumos für etwas Licht sorgte. Auch Neville und Remus ließen die Spitzen ihrer Zauberstäbe wie eine helle Taschenlampe leuchten. Den ersten großen Raum der Höhle, aus dem die Kisten abtransportiert worden waren, hatten sie bereits hinter sich gelassen. Pomona schien sich hier auszukennen, denn sie ging zielstrebig den Gang entlang, bog links ab, kletterte einige Felsen hinauf und stieg durch eine Öffnung. Neville und Remus immer hinterher. Nach einer Weile hörte man Geräusche, als würde sich jemand hier aufhalten, weswegen Neville erschrocken zusammenfuhr. Keine Sorge, beruhigte Pomona. Wir kommen der gesuchten Pflanze langsam näher. Ein wenig aus der Puste geraten, drehte sie sich um. Ich möchte, dass Sie beide gut darauf achten, wohin Sie treten. Wenn wir in den nächsten Raum hineingehen, berühren Sie nichts, besonders nicht die Wände. Wenn etwas auf Sie zugerollt kommt, dann weichen Sie aus. Sie wollte gerade weitergehen, da fiel ihr noch etwas ein. Ach ja, achten Sie bitte auf Ihren Kopf. Neville blickte Remus mit weit aufgerissenen Augen an, weswegen er dem jungen Mann anbot. Ich gehe vor. Gut. Mehr konnte Neville nicht sagen. Die Geräusche wurden lauter. Manchmal klang es, als würde jemand einen Stein mit dem Fuß wegtreten. Ein anderes Mal so, als hätte man einen Stein geworfen. An einer rundlichen Öffnung wartete Pomona auf die beiden, bevor sie bat. Einmal Nox, bitte. Sie müssen sich das ansehen, bevor Sie die Kapseln sammeln. Aber dann ist es ja völlig dunkel. Ja, Neville, das ist auch der Sinn der Sache, scherzte sie. Hier sind wir sicher. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Nox, Nox, hörte man zwei Männerstimmen nacheinander sagen und schon waren die drei von Schwärze umgeben. Immer wieder hörte man Geräusche von sich reibenden Steinen oder von fallenden und rollenden. Als sich ihre Augen endlich an die vollkommene Dunkelheit gewöhnt hatten, trauten sie ihren Augen kaum. Der Raum hinter der Öffnung schien zu leben. Ein feuriges Rot zog sich glimmend und verzweigend wie pulsierende Adern an den Wänden und der Decke entlang. Manchmal glühte es an einer Seite des Raumes mehr, doch es wechselte sich ständig ab. Die sich gabelnden Adern verästelten sich an anderen Stellen wieder. Manche waren dicker, manche so dünn und fein wie Kapillargefäße. Gespenstisch, sagte Remus fasziniert und zugleich auch eingeschüchtert. Damit wäre erklärt, warum die Pflanze so heißt, nicht wahr? Witzelte Pomona.
Neville war die Bedeutung des zweiten Namens der Pflanze natürlich nicht entgangen. Und Steinregen, weil es sich so anhört, als würden Steine zu Boden fallen. Oh, es hört sich nicht nur so an, versicherte Pomona, die gleich darauf ihren Stab zum Leuchten brachte. Deswegen sollten Sie bitte auf Ihren Kopf aufpassen. Diese Pflanze kann mit Leichtigkeit Dinge zerquetschen oder spalten. Der Stein ist für Sie wie weiche Erde. Um sich an der Decke halten zu können, fräsen die beweglichen Abzweigungen Scharten in den Stein, damit sie sich dort einnisten können. Oft spaltet sich der Stein durch die Einwirkung und fällt zu Boden. Die beweglichen Abzweigungen? Wiederholte Remus verblüfft. Manche Zweige sind beweglich, können umhertasten, aber wie alle Kletterpflanzen, zu denen der gespenstische Steinregen gehört, hangeln sie sich nur an den Gegenständen empor oder eben an den Wänden oder der Decke. Sie brauchen nicht zu befürchten, dass die Zweige wie die Tentakel eines Oktopus umherwühlen. Das tun sie nicht. Pomona schaute über ihre Schulter. Gehen wir hinein? Neville, Sie stellen den Behälter bitte geöffnet in die Mitte. Die drei gingen in die hohe Höhle hinein und erst jetzt wurde ihnen bewusst, wie groß diese Pflanze war, denn der gesamte Raum war mit den roten, pulsierenden Ästen verwachsen. Ist das nur eine oder sind das mehrere? Fragte Remus, der nicht sehen konnte, ob eine Pflanze irgendwo endete, denn die roten Adern gingen ineinander über. Pomona drehte sich einmal langsam im Kreis und schien zu zählen, bevor sie sagte, »Ich schätze, es sind 5, aber genau kann ich es nicht sagen, weil die Pflanze auch mehr als nur einen Blütenkopf haben kann.« Sie zeigte auf einen der Blütenköpfe, deren Blätter herzförmig waren und wie aus Leder gefertigt wirkten, wenn da nicht diese vielen feinen Äderchen wären. Remus brauchte gar keine Frage zu formulieren, denn Pomona hatte Gefallen daran, ihm und Neville das Phänomen zu erklären. Biolumineszenz. Höher entwickelte Pflanzen haben diese Fähigkeit nicht, von allein Licht entwickeln zu können. Jedenfalls weiß man von keiner. Der Steinregen selbst kann kein Licht erzeugen, aber seine Symbionten. Sie deutete auf eine der dicken Adern. Die rote Flüssigkeit, die durch die feine Membran fließt, sind Bakterien, die ihre Energie durch Licht abgeben. Man hörte von oben ein splitterndes Geräusch und kurz darauf landete neben Neville ein Felsbrocken so groß wie ein Klatscher. Wir sollten uns beeilen und das holen, was sie haben möchten. Fruchtkapseln, schlug Pomona vor, der Neville bleiches Gesicht nicht entgangen war. An einer der Blüten, so groß wie Hagrids Kopf, machte Pomona Halt und zeigte mit ihrem Stab auf einen Auswuchs, der wie ein faltenwerfender Sack fast bis zum Boden reichte. Hier drinnen befinden sich die Fruchtkapseln. Der Sack hat schon fast den Boden erreicht. Sollte er weiter wachsen und schwerer werden, würde er unten aufkommen und aufplatzen. Die Kapseln würden wie ein aufgezogenes Spielzeug über den Boden rollen, um sich eine Nische in der Steinwand zu suchen, wo sie aufbrechen würden, um ihre kleinen Tentakel auszuwerfen. Sie drehte sich zu Neville, der an dem Glasbehälter stand, und empfahl ihm, »Ein paar Schritte weg von dem Glas, bitte!« Er parierte sofort, an Remus gewandt, sagte sie, »Ich mache oben einen Schnitt und entnehme die Kapseln aus dem Sack.« Sie achten darauf, dass keine herumspringen. Während sie den Schnitt machte, erzählte sie, obwohl sie weiterhin ihre Augen konzentriert auf den Sack richtete. Man wusste lange Zeit nicht, ob es sich bei dem gespenstischen Steinregen um ein Tier oder eine Pflanze handeln würde, denn für eine Pflanze ist er sehr lebendig, für ein Tier sehr träge. Sie kann sogar kleine Tiere fressen, wie Fledermäuse, wenn die zu dicht herankommen. Aber es waren die Bakterien, die die Beute zersetzt haben. Eine bestimmte Theorie bekommt immer mehr Zuspruch, nämlich, dass diese Pflanze eine magische Variante der Pfeifenblume sein würde,
die man in der Muggelwelt antreffen kann. Durch die Symbiose mit den Bakterien ist der gespenstische Steinregen. Sie hielt inne, weil sie per Levitation nur eine der faustgroßen Fruchtkapseln aus dem Sack gefischt hatte. Die Kapsel war nass und schleimig. An ihr hingen grüne Fäden hinunter, durch die die Kapsel wahrscheinlich im Inneren des Sacks Halt gefunden hatten. Konzentriert beförderte Pomona die Frucht in das Glas und schloss den Deckel, was sehr vorausschauend von ihr war, denn das Ding begann zu hüpfen. »Die sind höchstens eine Stunde beweglich. Brauchen Sie mehr, Remus?« Man einigte sich auf insgesamt 3 Kapseln. Das sollte für Hermine genügen, dachte er. Nachdem die 3 die letzte Zutat für den ewigen See gesammelt hatten, fügte Hermine die letzte Zutat für den Amortentia in ihren Kessel. Die perlig glänzende Substanz im Kessel begann so farbenfroh wie ein Regenbogen zu glitzern. Spiralförmig erhob sich der Dampf und Hermine, die um die betörende Wirkung des Dampfes aus Büchern wusste, machte vorsichtshalber einen Schritt zurück. »Es ist vollbracht, Hermine. Nun haben Sie auch einmal mit dem Ei einer Aschwinderin gearbeitet. Ich werde das Ihrer Beurteilung hinzufügen.« Severus kam einen Schritt näher heran und schlug vor. »Nehmen Sie ruhig eine Nase voll. Das schadet nicht.« Sie winkte ab. »Lieber nicht. Schon der Duft soll verführerisch sein.« »Der Trank selbst ist verwerflich. Nicht sein Duft.« Um es ihr zu demonstrieren, ging er direkt zum Kessel, stützte sich mit einer Hand auf dem Tisch ab und beugte sich nach vorn. Hermine beobachtete, wie die spiralförmig aufsteigenden Schwaden sichtbar von Severus' großer Nase eingeatmet wurden. Sie gesellte sich zu ihm, um ihn besser beobachten zu können. Seine Augen waren geschlossen. Seine Atmung hatte sich verlangsamt. Wenn er einatmete, dann tat er es langsam. »Nach was riecht es?«, fragte sie unschuldig. Er öffnete erst ein Auge, dann das andere und blickte sie verklärt an. »Der Geruch erinnert mich an die Küche meines elterlichen Hauses, wenn meine Mutter darin kochte.« Ein Lächeln huschte über ihre Lippen. »Atmen Sie ein, Hermine, und sagen Sie mir, woran Sie denken müssen.« Sie riss sich zusammen und nahm seinen Platz ein, beugte sich vor und atmete die Schwaden ein. Auch ihre Atmung wurde langsamer, die Atemzüge tiefer. Ein wohliges Gefühl breitete sich in ihr aus und sie verlor sich in ihren Gedanken und ihren Träumen. Erst seine Stimme erweckte sie. »Nach was duftet es bei Ihnen?«, wollte der Professor wissen. Sein Blick war noch immer ein wenig entrückt. »Nach dem Garten, in dem ich früher gespielt habe, kann sogar die Kaninchenstelle riechen.« Sie fragte sich, ob sie wirklich gelallt hatte oder ob ihr Verstand ihr das nur vorgegaukelt hatte. »Kommt es nur mir so vor oder gehorcht mir meine Zunge nicht?« Er schmunzelte. »Artikulation ist in Bezug auf den Amortentia nicht vorgesehen. Auch nicht, wenn man nur seinen Duft einatmet. Aber keine Sorge, die Wirkung lässt bald nach.« Eine ganze Weile schaute sie ihren Professor an und der blickte zurück. Doch keinem von beiden war die Situation unangenehm. Sie ahnte, dass sie einen genauso selbstvergessenen Gesichtsausdruck aufweisen würde, wie er es tat, nur fand sie, dass er ihm gut stand. Severus sah zum ersten Mal so aus, als würde er sich wirklich wohlfühlen, aber das war auch die Tücke, die von dem Duft des Amortentia ausging. »An welches Märchen erinnert Sie mein Fall?«, fragte er völlig unerwartet. Erstaunt zog sie ihre Augenbrauen in die Höhe. Zumindest hoffte sie, dass es so war, denn sie spürte sie nicht. So eingenommen hatte sie der Duft. »Sie sind Koi«, erwiderte sie mit schwerer Zunge. »Wer?« »Kai, der Junge aus dem Märchen, die Schneekönigin.« Er blinzelte ein paar Mal, aber sehr langsam, und sie hatte den Verdacht, Severus würde den Faden verloren haben, denn noch immer schaute er duselig drein,
was sie einen Moment lang an Luna erinnerte, und als sie die Überlegung verfolgte, ob Luna möglicherweise jeden Morgen den Duft von Amortentia einatmen würde, um für den Tag in Stimmung zu sein, da bemerkte sie nicht, dass sie selbst es war, deren Gedanken abdrifteten. »Warum erinnere ich sie an diesen Jungen?« »An wen?« fragte Hermine, die sich eben noch Luna vorgestellt hatte, die mit ihrem Kopf über dem Kessel hing. »Kai!« »Ach, ja.« Hermine stutzte. »Hatten wir das Thema nicht schon längst abgehandelt?« Sie war der festen Überzeugung, sie hätten längst darüber geredet. Er musste lächeln, wahrhaftig und unverfälscht, wegen ihrer Frage lächeln. »In ihren Gedanken vielleicht, aber auch nur dort.« »Kennen Sie das Märchen?« Er schüttelte den Kopf, weswegen sie es in Stichpunkten wiedergab. »Da war dieser magische Spiegel, der alles verzerrt darstellte. Das Schöne war hässlich, das Gute wirkte böse. Eines Tages zerbrach der Spiegel und die Teile fielen zur Erde, verstreuten sich auf der ganzen Welt. Kai wurde von zwei Splittern getroffen. Der eine traf sein Auge und er konnte keine schönen Dinge mehr erkennen. Der zweite Splitter, und das erinnert mich an sie, traf ihn mitten ins Herz. An dem Tag... Entweder ließ die Wirkung des Duftes nach oder das Thema hatte sie schlagartig ernüchtert. Severus' Blick war nun wieder so klar wie ihr Verstand und er forderte wortlos die Fortführung ihrer Schilderung, die sie ihm gab. An dem Tag hat sich sein Herz in Eis verwandelt. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.